Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe jetzt alle Charaktere durch. Ich habe Barbar, beste Charakter bisher. Druide, zweitbester. Jäger fand ich gar nicht gut. Zauberin hatte ich als erstes. War ganz cool, aber irgendwie schwach. Und jetzt kommt der Totenbeschwörer. Und da habe ich schon von einigen gehört, dass der richtig cool sein soll. Da bin ich echt gespannt. Oh, der sieht cool aus. Fertigstellen. Noch nie Totenbeschwörer. Doch. Ist gelogen. Habe ich schon mal gespielt. Aber bei Diablo 2, glaube ich. Wir machen Abenteuerstufe 1, weil es macht keinen Unterschied. So, let's go. Totenbeschwörer. Ich bin echt gespannt. So, jetzt erstmal hier gucken. Fähigkeiten. Was kannst du denn so? Erstmal, ganz wichtigste. Hier unten ist immer die krasseste. Knochensturm. Wirbelnder Sturm aus Knochen. Sens gebunden. Die Schönheitsfunktion aktiven Diener. Meh der Toten. Toten, aber die nächste. Welches Skelett? Ist cool. Blutwelle. Schürt eine Flutwelle aus Blut. Sie mir schon vor, und gegen zurückstößt. Golem. Uiuiuiuiui. Golem will ich. Golem klingt gut. So, was haben wir denn hier? Blutige Ernte, Zersetzen, Blutsturz, Knochenblätter. Wollt ihr euch fragen, was ich hier mache? Ich gucke nur, was klingt cool. Blutige Ernte. Schwingt die Geister auf Sender. Das ist doof, das ist nämlich nur Nahkampf. Und bildet aus dem Fleisch alle 2,5 Sekunden eine nutzbare Leiche. Das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ihr und eure Diener fügt Gegnern, die zersetzt werden, zwölf nicht viel Schaden zu. Das verlangt die Gegner um 30%. Ne, wir machen das ja. Okay. Was habe ich auf Dreieck? Wieso habe ich denn schon was auf Dreieck? Und was ist auf X? Skelett erwecken. Okay. Gucken mal. Ah, ich mache erst so und dann mache ich so. Wie lange halten die? Halten die für immer? Okay, 4 Stück ist Maximum anscheinend. Ja, 4 ist Maximum. Okay, chillig. Also die ersten 2 Sekunden übel stark. Wir können mal unten, falls ihr skippen wollt, bis es richtig losgeht, das hier alles Epilog. Mache ich mal unten. Könnt ihr in der Timeline gucken, wo es dann endlich losgeht. Das Intro ist ja nicht so spannend, sag ich mal. Level up? Können wir. Oh, ich kann schon hier. Okay. Speer, eure Maximum. Blutlanze, Blutwoge, Pest, Schnitter. Ein Phantom von euch stürmt vorwärts, greift mit seiner Sense an und versucht. Konzentrierte Pest. Gut, was 6 Schaden erzeugt. Schaden an Aura. Ich glaube, es macht 5%. Fand ich jetzt alles nicht so cool. Der Schaden ist voll. Also entweder meine ich das nur oder der Schaden ist actually richtig gut, weil das so schnell tickt.
Nehmen wir eben neuen Controller. So, die ganzen Fähigkeitspunkte, ja? Safe falsch. Was ist da denn jetzt gerade passiert? Handschuhe anziehen. Ich bin falsch gelaufen. Skelette machen gut Schaden, ne? Hier ist richtig. Ich bin gespannt, wie das beim Boss ist. Ich mache mich mal noch ein Level hoch. Ein Schaden mehr. Aber alles andere finde ich echt doof. Eine Chance von 4% an dieser Funktion leicht zu erschaffen. Das mache ich. Kann ich denn das Maximum von 4 noch erhöhen? Das würde mich interessieren. Ich habe schon welche gesehen, die mit richtig vielen rumgelaufen sind. Mal eben. Maximum 4. Skelette wecken. Plänklerkrieger. Schwer tragende Skelette, die 3% Schaden verursachen, aber 5% weniger Leben haben. Maximum 4. Weiß ja nicht, wieso das hier drin ist. Aber okay, 4. Hier? Bestimmt über Gegenstände. Oh ja, das kann sein. Da ich das über Gegenstände nochmal erhöhen kann. Ich mache halt echt viel Schaden, ne? Und das richtig ohne irgendwelche Risiko. Komplett risikofrei. Und mit Dreieck macht das auch nochmal richtig Schaden, glaube ich. Guck mal bitte oben die Leiste. Das hatte ich weder mit meinem Barbar noch mit dem Druiden. Und komplett ohne Probleme, der geht komplett nur auf die Skelette. Das war's. Kommt mir jetzt erstmal ein bisschen OP vor. Aber okay. Natürlich. Am Dudu? Was ist denn Dudu? Druide meinst du? Druide ist auch richtig nice, den habe ich ja auch schon auf Max-Level heute Morgen gemacht. Druide macht übel Laune. You've returned.
The old room. Lost souls! All of you! Lederwams anziehen. Gute Reichweite auch. Also die ersten paar Minuten macht mir Spaß. That was all of them. Light willing. Madman. Ich hatte gedacht, ich würde beim ersten Durchlauf den Druiden oder Barbar nehmen. Jetzt gerade denke ich, boah, Totenbeschwörer, das ist irgendwie cool. You came to thank the light. You call it? Ey, hier ist doch eine Lilith-Statue, oder? Nee. I need more time. Was geht der denn? Intelligenz? Ist sehr ausgeglichen alles. I'm not ready yet. Ja, der Epilog, bis wir in der Hauptstadt da sind, der zieht sich ein bisschen nach dem fünften Mal, aber ist auch nicht so schlimm. Also da gibt es Schlimmere. Wie Hogwarts Legacy zum Beispiel. Der Epilog, der hat. Wie lange hat der nochmal gedauert? 20 Minuten? 25 Minuten? Und den musst du auch dreimal machen. Gleich Level up, richtig. Gleich mal gucken, wo der Golem nochmal kam. Guckt euch mal die Reichweite an. Die Reichweite ist so hoch. Ich bin da richtig weit weg. Was ist das denn hier? Buch der Toten. Skelettkrieger Plänkler. Opfert eure Diener. Ihr könnt einen zusätzlichen Plänkerkrieger aufstehen lassen. Jedes Mal, wenn ihr einen kritischen Treffer erzielt, ist der nächste Angriff eurer Plänkerkrieger ein kritischer Treffer. Und einen zusätzlichen. Ach, guck mal hier, das wird über die Level freigeschaltet. Ich kann noch nicht nach unten, leider. Da unten ist noch Skelettmagier ab Level 15 und Golem ab Level 25. Okay, da sehe ich mich. Okay, was, dann können wir hier halt Dornen. Der geht auch auf Dornen. Das Leben. Ein Knochen 19 Lebens. Leiche erzeugt 3 Essenz. Also der Verbrauch einer Leiche erzeugt 3 Essenz. Mhm. Leiche fügt 47 Schaden zu.
Das ist gut. Bei Boston aber nicht so. Ich überlege gerade, ob ich das überhaupt brauche. Und Essenz. Lass mich mal überlegen, Leute. Ruhe. Ich muss jetzt mal gerade überlegen. Was machen wir denn? Umarmung des Todes. So. Schaden. Erhöht Schaden um Leben eurer Skelettmagier. Das brauche ich auf jeden Fall. Skelettmagier. Okay. Aha. Da reicht es mit der Geistung. Jeden Essenzpunkt um 3%. Wie viel Essenz habe ich denn? 100 wahrscheinlich oder so, ne? 300%, 150 Schaden. 10 bewährt. Ja, ich glaube, diese Knochensachen, Knochenfängnis. Brunnen steigen, dass es umgibt. Also Dornen finde ich auf jeden Fall gut. Ich mache jetzt erstmal. Ich gehe erstmal auf die Standardangriffe. Aber. So, jetzt habe ich 5. Aber. Wenn die Magier da sind auf Level 15, muss ich vielleicht respecken. Ich hole mir noch seine Waffe und dann ist der Epilog auch durch. Er hat so ein geiles Synchro. I cannot do that here. Wait. The old man sold me this too. He said he didn't need it anymore, but I think he'd want it back. So, das war der Epilog. Jetzt geht's richtig los. Ich werde wieder, auch wie beim Druiden, nur die Hauptstory einmal durchrushen. Einfach um ein bisschen den Totenbeschwörer zu leveln und ein bisschen was von dem zu sehen. Und die Story komplett skippen. Das kann man mitnehmen, das geht nicht flott. Ich weiß gerade auch nicht, was mit den Skeletten los ist. Die sind voll am Buggen. Aber ich denke, das liegt wieder am Online-Ding.
Ich überlege auch, ob ich mal so ein kleines Kritikvideo raushau, wie für Hogwarts, weil es gibt ein paar Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind, die mich ein bisschen, unglücklich stimmen. Hier, take the night's report before you go. A potential demon sighting. Was ist mit meinen Skeletten los, Das ist zum Beispiel einer dieser Kritikpunkte. Also wenn die im finalen Spiel wirklich, wirklich einen Online-Zwang machen und das hier nicht gefixt wird, dann ist das ein ultra, ultra, ultra Kritikpunkt. Oh, oh, das ist eh nur Lederscheiß. Wie ich denen das Leben aussauge. Na, das kostet mich nichts, ne? Das ist mein normaler Angriff. Level up. Easy. Nichts Neues. Schade. Level up, ne? Kann ich schon? Ja. Jetzt habe ich gesagt, was ich hier mache. Der Verbrauch einer Leiche erzeugt 3 Essenz. Sprengt eine Leiche und fügt Gegner. Das ist gut. Das brauche ich. Weil ich kann ja, wenn viele Gegner da sind, sprengen, neu erschaffen. Sprengen, neu erschaffen. Sprengen, neu erschaffen. Das ist gut. Das ist eine gute Taktik. Und dazu dann noch dieses 12% Chance, welche zu erschaffen.
Das ist eine gute Taktik am Anfang. Denke ich. Ach, es lässt eine Leiche. Ist ja noch chilliger. Es lässt sich mal jetzt meine... Was? Lässt Leichen... ach so. Das ist ja noch besser. Ich dachte, es lässt meine Skelette explodieren. Aber es lässt Leichen einfach nur explodieren. Chillig. What do you need? Schon richtig gespannt auf die Bosse. Der erste Boss war ja Witz. Muss man ja echt mal so sagen, ne? Okay, das ist ja wie eine Ketten. Du musst nur einen killen, der Rest stirbt von alleine. Das ist witzig. Gefällt mir. Vigo. She did. The damn hoist is stuck. We've got to go on foot. Du killst einen Gegner und dann machst du nur noch Leichen explodieren lassen. Das ist cool. Vor allen Dingen, also das ist ja... Es kostet nicht mal was. Nicht gut. Bisher. Sehr gut sogar. Ist broken. Und macht übel Schaden. Es kostet halt nichts. Das ist das Krasse. Ich glaube, das muss man verstehen. Es kostet halt nicht wie beim Druiden. Das hat zwar viel mehr Schaden gemacht. Aber da musstest du halt auch diese Wut haben. Das heißt, du musst erst angreifen, dann konntest du es machen. Angreifen, dann konntest du es machen. Und das ist ja wie so eine Welle, ne, die nach hinten geht. Ist ja... ist geil. Können wir das noch verbessern? Radius, let's go.
draw Lilith here. Hell if I know. Prava doesn't tell us anything. No one goes in, nothing comes out. That's all. Bis später, Steven. Spaß. No lift. The jam must be deeper down. Locked. Over here. I can squeeze through to the other side. Wait, hold on. And there she goes. He's approaching. Nowhere to go. Fight's coming to us this time. Chillig. That was sure. Why would your mother? Also ich glaube, also Totenbeschwörer hat gerade das Potenzial, der stärkste von allen zu sein. Ich denke, es kommt da ein bisschen noch drauf an, wie es im Late Game ist. Also für uns Late Game. Weil da hat jetzt zum Beispiel der Zauberer extreme Probleme, da noch genug Schaden zu machen. Ist halt wie eine Kettenreaktion, ne? Man killt den erst und dann zieht sich das bis nach hinten durch. Killst den ersten so mit deinen Skeletten und danach machst du einfach noch Explosion. Beim Boss wird das wahrscheinlich nicht gehen. Für den Boss muss man sich dann was anderes einfallen lassen. Aber ich meine, der Standardangriff macht ja auch schon gut Schaden. Weiß noch nicht, ob ich das wieder in zwei Teilen hochlade oder in einem. Gucken, wie schnell wir sind. Halbe Stunde jetzt, gleich die Hälfte. Dann noch einmal durch den Hora Dream. Das Relikt da hin und her laufen. Dann zu Lilith. Vielleicht anderthalb Stunden. Weiß noch nicht, ob es sich lohnt, dafür zwei Folgen zu machen. Gucken wir mal. Der ist halt so stark, du kannst so durchrushen. Buch der Toten 1525. Over there. A woman. Besser als Barbar und Druide. Ah, ich will noch nicht zu früh loben. Also bislang kommt es mir sehr stark vor. Warten wir mal nochmal ab. Warte mal ab. Wenn so die ersten schweren Bosse kommen. Also das ist bislang natürlich broken, ne? Vor allen Dingen, du machst es aus der Entfernung.
platzt halt einfach alles. Alles geplatzt. Was gibt's hier? So dunkelheitswertig eine Stadt explodieren. Verschwunden ist ein abscheuliches Miasma, das im Verlauf von 6 Jahren Schaden zufügt. Innerhalb von 6 Jahren Schattenschaden zufügt. Ich finde die Explosion schon besser. Diese Schadensboni sind stapelbar. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich erhöhe erstmal den Schaden. Ich weiß noch nicht, diese Schatten, das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen. Also hier bei uns in diesem Fähigkeitsbaum. Vielleicht sind diese Schattensachen auch gut. Okay, ich laufe mal ein bisschen durch, weil ich kann jetzt nicht hier alle Gegner markieren. Das bringt ja auch keine Erfahrung da. Den würde ich clearen. Okay, es ist... Hohoho. Oh, wow, wow, wow. Es ist gut. Der ist ja geschmolzen. Ich glaube, die erste Falle, in die ich tappe. Fallen. So, Boss Time. Jetzt wird's gleich spannend. Does Lilith know we're coming? Keine Leichen. Aber guck mal, wie er schmilzt. Lol. Yeah.
Ey, die Skelette, die sterben aber auch nicht, ne? Was sind hier alle diese Billiggegner? Same kind of magic as before. I think I can dispel it. So, jetzt haben wir hier schon mal ein paar Leichen. Wenn gleich die starken Gegner kommen, werde ich die alle explodieren lassen. Also das war bisher mit keinem hier so einfach. Das ist ja dumm. Alles dumm. Alles dumm. Da wird der Kampf ja jetzt auch lachhaft, oder? You must stop this. Look at the gifts she's given me. Also wie die am wie die wegschmelzen, das ist, finde ich, vier Leichen. Das finde ich halt so krass. Also ich bin auf jeden Fall sehr squishy. Alles tut mir sehr weh. Aber es ist einfach egal. Das ist dumm. Jetzt lässt die dritte Phase, die ist, weil er so ein richtig fetter Gegner ist. Auch die Reichweite ist viel zu krass. Es ist halt voll entspannt irgendwie, ne? Nur das Targeting ist irgendwie komisch. Ah, das war's.
Das wäre jetzt theoretisch der erste Teil gewesen. Nach 45 Minuten. Ich spiele mal weiter, mal gucken, wie schnell wir sind. Wenn das ein Special Move ist und nur gegen menschliche Gegner funktioniert. Ja, oder wenn das Ganze Essenz kosten würde. Aber es kostet halt einfach nichts. Ich kann das unendlich machen. Greetings. Greetings. That the kitchen is ready for tomorrow's service. Angels above, you've returned. The Reverend. Boah, ja, der Weltenboss mit Totenbeschwörer. Das könnte actually witzig werden. Mutters Messer. Habe ich schon mal gesagt, dass die Musik hier cool ist? Oh, mein Ohr. Nach 10 Stunden tut der Kopfhörer echt weh. Ich habe gar keine Skelette, sehe ich gerade. Wo sind meine Skelettis? Ohne Gegner keine Skelettis. Was hier? Das mache ich doch. Na klar mache ich das. Easy. Jo. Also so einfach war es bisher noch nie. Level up auch. Ja, ich baller die Explosion hoch. Ich meine, es sind jetzt nur 7 Schaden, ja? Was war das hier nochmal? Noch mehr Schaden. Ich weiß halt nicht, ob das besser ist. Dunkelheitsfertigkeiten. Mein Standardangriff.
Ich mach mal die Explosion hoch, die ist krass. Mit dem Druiden war ich Level 13 beim Endboss. Ich bin gespannt, ob der Totenbeschwörer das toppen kann. Also toppen im Sinne von noch kleineres Level. I'm not ready yet. State your business. Reverend Mother Prava expects me. Open the gates. Auch jeder Charakter ist einzeln synchronisiert. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Not many could bear your sins. Hold. She's expecting us. Vigo. Good luck. Have the new watch commander replace the forces we lost at the mine. So, you've returned. Vigo here tells me you were braver than he. First. May as well make myself useful. Kurz warten. Come by the ruins, south of here. Ist jetzt noch diese komische Siegel nach rumtragen, dann Hauho Dream Welt. Kurz zum Engel. Und dann wieder zurück zu Nerel. Das schaffen wir. Ich mache eine Folge. Eine etwas längere Folge. Aber da alles in einer. Nur splitte ich dich extra in zwei. Der Totenbeschwörer so schnell. Soll ich jetzt wieder erwartend irgendwo Probleme bekommen, würde ich es vielleicht splitten. Aber sehe ich nicht. Das ist eigentlich die döste Mission in Akt 1. Es ist so eine Kettenreaktion, so gut.
Also selbst wenn ich nicht die Explosion mache, meine Standardangriffe sind so stark, weil das halt so schnell tickt. Ich hätte gern noch eine Fähigkeit, die ich, wo ich entweder Schutz bekomme oder womit ich mich heile. Das wäre noch gut. Ich muss gleich mal gucken, was es so gibt. Entweder sowas wie ein Schutz. Gab es ein paar Sachen, habe ich gesehen. Oder halt was zum Heilen. Zum nächsten. Ach komm. Oh. Druckwelle, das ist gut. Boah, schaffe ich das bis zum Gegner? Bald dich. Das wäre super. Dann wäre der Boss direkt tot. Rennen. Zieh. Kann ich schaffen. Komm. Jetzt. Schön. Wichtig. Ich habe echt wenig Leben, also... Muss ich schon sagen. Vielleicht wäre das Schild besser, weil ich mal so viel Schaden. Ein Dorn, maximales Leben und so. Mache ich zwar mehr Schaden. Scheiß auf Schaden, oder? Ich mache so viel Schaden. Mal gucken, ob ich jetzt wirklich viel mehr überlebe. Ob sich das lohnt. Bisschen schneller laufen wäre auch cool. Das geht schon. So, wir sind jetzt beim Engel. Und danach geht's schon in das Hora Dream Ding. Das kann ein bisschen nervig sein, wenn man den Weg nicht findet. Und dann geht's schon wieder zurück zu Lilith. Dann sind wir schon durch. Crazy. Akt 1 eigentlich geht da schnell, ne? Wenn man weiß, wo man, was man machen muss und so, kann man die bestimmt in einer Stunde oder Stunde ein bisschen schaffen. Kurz verkaufen. It is a deal. Das Buch behalte ich mal noch. Vielleicht nehme ich ja doch das Buch. Ich habe nur noch einen Skelett-Kollegen. Okay, ich mache echt wenig. Jetzt viel weniger Schaden, Hälfte oder so. Alter, macht der Schaden. Ich habe alle explodieren lassen, anstatt meine Skelette zu holen. Ich bin auch clever. Ich glaube, ich nehme lieber Angriff.
stehe ja sowieso immer so weit weg. Das geht schon. Ach komm. Viel hin und her gelatsche. Blessed are those who bask in the light. Let our faith be our armor against the encroaching darkness. Ah, you've returned. Come, let us speak inside. Ja, nach dem fünften Mal weiß ich mittlerweile, was wir hier machen müssen. So. Schutz des Lichts abgeschlossen. Jetzt ab zu Neyrelle. Ins Horadrim. Bollwerk. I don't know. Lass mal das Ausrufezeichen holen, immer wichtig. Mal schön die Mission schon mal annehmen. My husband. Flinker Zerstörer. Ja, ja, sehr flink. Sense? Level up. So, ich wollte mal gucken, ne? Wir leiden durch euch 20% Schaden, fügen euch weniger Schaden zu. Das ist gut, glaube ich. 10% weniger Schaden bekommen. Ja, das ist auch gut. Das könnte ich halt mit Miyazama kombinieren. Das wäre ja 9%, ob sich das lohnt. Ja, das brauche ich dann. Ballern hier. Schön explodieren. Lube Synchronsprecher, wieso? Nee. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und Sprachen, beziehungsweise deutlich viel Text sprechen, siehst du auch meine YouTube-Videos, ist nicht mein Ding. Aber das ist eine Krankheit, die jeder Streamer hat. So, jetzt sind wir in Horadrim. Relax. No harm will come. Relax. Das ist Tristram hier übrigens. Who are you? Their path always ends in fire and death. Abfahrt. Back in the Herodrum's illusion. Neyrelle. There you are. Neyrelle. Ach nee, es gibt noch einen Dungeon, das ist richtig scheiße, stimmt. Oh, was verdränge ich immer? Wenn du die ganze Zeit diese Zauber machen musst, das ist echt doof. Someone toying with us. This is a maze.
Das war's. Aber nicht mehr viel. Es ist noch ein Dungeon und dann geht's los zu Lilith. Ja, das ist das, was ich meinte. Das ist echt ein bisschen nervig. Oh, das scheiß Buch. Ja, ich hab's. Ich hab's, Leute. I need more time. Want to take a step back. Mach! Chespis Chut. Let's keep on. I wish Mother was here. Hey, wait for me. Ich warte doch. Komm. Gib Gummi. Mach mal up. Aber ich kann es ganz klar sagen, die Labyrinthe aus den normalen Gewölbe, also die nicht Hauptmission sind viel nerviger. Die hier sind völlig, das ist völlig okay. Nicht zu groß, nicht zu klein, alles gut. Guck, da sind wir schon. Das ist echt easy. Ja, der ist relativ easy. Vor allem, weil ich halt diesen Fernkampf, guck mal. Ich bleib einfach stehen, der macht gar nichts. Der macht auch nicht so viel Schaden, wie ich erst befürchtet hatte. Und die Skelette helfen auch übel. Ja, ist echt entspannt, also ich weiß natürlich nicht, was in den späteren Akten noch so kommt. Aber das ist ja witzlos irgendwie. Barbar ist natürlich viel stärker, glaube ich. Aber das war schon arg entspannt, wirklich. Das war schon sehr entspannt. Ja, jetzt. Raus hier. Erstmal.
Jetzt ist noch zu Nairelle laufen, dann sind wir wieder da, wo wir eben waren, wo wir die Mutter von ihr besiegt haben. Jo, alle Ghoul-Herzen auch schon mal gesammelt. Wenn gerade hier eh vorbeilaufen, kann ich da kurz meinen Dank aussprechen. Also das mit der Kettenreaktion von dem Explodieren ist echt witzig. Dank. Das auch. Wahrscheinlich gar keine Erfahrung, weil das richtige Lobop sind, aber ist fast so witzig wie der Aufstampfer vom Wehrbären beim Druiden. Das habt ihr gar nicht in der letzten Folge gesehen vom Druiden. Am Ende oder auf Level 22 kriegt er eine Fähigkeit, womit er sich komplett in einen Wehrbären verwandeln kann für 10 Sekunden und dann kann er die ganze Zeit auf diesem Boden stampfen. Alter, ist das dein Ernst? Wie bist du denn gelaufen? Oh Mann, ey. Hallo. Ey, bitte, die bringen Offline-Modus. Das ist alles cool, dass man hier mit mehreren Leuten zocken kann. Wunderbar. Aber bitte gib mir die Möglichkeit, auch offline zu zocken. Ohne Lags und so. Jetzt nur noch zu dahin laufen, wo wir eben waren. Einen Boss besiegen. Fertig! Schnell eigentlich, ne? Akt 1. Vor allem mit Totenbeschwörer. Das ist echt Rekord. Ich bin auch gerade mal Level 10. Druide war ich Level 13. Barbar war Level 14. Das ist schon krass. Jo. Geradeaus, ja. Rothma's description of the ritual was difficult to understand. And the notes weren't much better. I think I know how to talk with my mother again. In der zweiten Person von mir selber geredet? Weiß ich nicht. Habe ich? Was habe ich gesagt? Ich weiß doch sowas nicht. Ich spüre gar nichts. Boss Time! Da bin ich jetzt gespannt, wirklich. Ah, ich muss erstmal die Tumore wieder besiegen. Ah, das ist natürlich wieder nervig, aber das können wir schnell hin. Und dann ist Boss-Time. You are the last visitor to my sanctum. Das ist sehr, sehr geil. Thank you.
Und wenn der mal nicht in der Nähe von einem von einer Leiche ist, dann macht mein Standardschaden halt, mein Standardangriff genug Schaden. So. Ich meinte das zu meinem Navi. Ich hätte eher sagen müssen, wo hast du mich denn hingeführt? Also, guck mal, wie er schmilzt. Das sind Elite-Gegner, ne? Das ist jetzt nicht irgendein Gegner. Der schmilzt. Den nehme ich mal. 200 mehr, okay, kein Wunder. Ich hatte wahrscheinlich immer noch die Anfangsrüstung an. Ich habe ja noch nichts eingesammelt. Ich muss noch nicht so viel Schaden nehmen. Geil. Der macht übel Spaß. Gleich Level 11. Noch hier außen rum. Ich könnte auch noch ein bisschen auf Dornschaden gehen. Dann würden die kleinen Mistviecher sich auch erstmal selber direkt killen. Was haben wir hier? Ah, guck mal hier. Wir haben jetzt den. Den Magier. Sollen wir den Magier nehmen? Habe ich dann nur einen? Alle 8 Sekunden heben eure Skelettverteidiger die nächste Instanz von direkten Schaden. Diese erleiden würden auf. Die Menge an Dorn, die Verteidigerkrieger von euch erhalten, war 30 auf 50. Verteidiger. Ah, das verteidigt mich eher, ne? Und das macht eher Angriff. Jetzt verstehe ich das. Wieso standen da mal Verteidiger? Stand da nicht irgendwas vom Magier? Tatsächlich Schildträger. 4 Stück. Aber ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Helm an. Ich glaube, ich nehme das mit dem Schild, weil das schützt mich noch. Ich mache mit den Explosionen sowieso genug Schaden. Ich brauche keine Skelette, die Schaden machen. Ich brauche Skelette, die mich verschützen. Das ist schon gut. Guck, die absorbieren dann meinen ganzen Schaden. Und die Explosionen machen genug Schaden.
So, und jetzt kommt der Endboss von Akt 1. All you must understand is once I am victorious in hell. Ich glaube, wenn ich das Game am 2. hab oder am 1. Juni, dann werde ich nochmal, wenn ich anfange, mir alles, wo wir jetzt einfach vorbeilaufen und was wir immer skippen, alles anhören. Auch die Nebenmission. Ja. Ich kann nicht. Oh, guck mal, ich kann sogar explodieren lassen. Ich weiß nicht, wo die Leiche mal herkommt. Woran nämlich? Das ist mein Kollege. Das ist halt auch geil. Mit Fernkämpfer kann ich dann weiter angreifen. Er geht halt nur auf die Skelette. Es ist ja... Oh, ich habe keine Skelette mehr. Habe ich nicht aufgepasst. Hat alle Skelette gekillt. Aber da kommt ein Holz. Lass mich in Ruhe. Wahrscheinlich sterben die in dieser Pfütze, die er macht. Sterben die jetzt? Ich habe 2. Sterben die davon? Nee. Aber guck mal, der geht ja nur auf die. Ich muss ja gar nichts machen. Das ist ja voll gut. Ah, da merkt man, mir fehlt gerade ein bisschen der Schaden. Es dauert schon etwas länger. Aber es ist halt übel sicher. Wenn er tot ist, hole ich mir einfach direkt den nächsten. Ja, das war's. Ein Schild. Pest zieht beim Wirken Gegner um das betroffene Gebiet in den verseuchten Bereich. Ich hab Pest nicht. Aber plus 21 Dorn, plus 10 Dorn, 80% Waffenschaden mit der Haupthand. Der ist schon gut. Give me the key to hell. I will not ask again. It's too quiet. Where is she? Na, jetzt gibt's ja noch mal kurz Story. Is that him? Is that Rathma? Rathma? Ist das besser? Nee. So, raus hier. Und dann nochmal ab zu Nairel. Und das war Akt 1, Leute. 1:26. Mit Totenbeschwörer auf Level 11? Totenbeschwörer ist
ist richtig gut. Und ich habe nicht mal die anderen Sachen ausprobiert. Das war so das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist. Level 11. Nochmal 2 Level unter dem Druiden und 3 Level unter dem Barbar. Der Barbar hat halt das Problem, der kommt erst mit der Zeit. Mit der Zeit wird er stärker. Der Papa, der ist am Anfang noch nicht so stark. Wow. So, dann laufen wir nochmal schnell zu ihr. Zur Nayrelle. Nicht als Problem bezeichnen. Kann man so oder so sehen, ne? Ghoul-Herzen abgeben. Mann, ist das cool. Nayrel. She came seeking the Haradrim of legend. Seeking hope. She found neither. But her part in things was far from over. In truth, we would need her more than she needed us. Didn't seem that way at the time, though. For anyone. Inarius proved to be just as unreliable as I'd feared. His self-obsession had driven him to murder his son, Rathma. And from the corpse left behind, Lilith had taken a key to hell. Where would she use it? We could only depend on ourselves to find out. Das war die Beta. Nur die Hauptstory, ne? Akt 1. Kauft das Spiel, wenn ihr vorbestellt könnt, schon am 2. Juni. Reingehen.